Die Geschichte vom fernsehverrückten Frank. Schon als Wickelkind war Frank unbeschreiblich fernsehkrank. Nach dem Frühstück um 9:30 schrie er, ich will Fernsehen sehen. Und noch mitternächtlich spät hockte Frank vorm Bildgerät. Frank saß wie von einer Fessel, festgeschnürt auf einem Sessel, wollte nicht zum Spielplatz springen und nicht basteln und nicht singen, wollte nicht spazieren gehen, wollte nichts als Fernsehen sehen. Niemand, nicht mal Dr. Sieber, heilte Frank vom Fernsehfieber. Pillen kriegte Frank und Spritzen, doch er blieb vorm Bildschirm sitzen, war zu träge aufzustehen, schrie nur, ich will Fernsehen sehen. Augen groß wie Birnenstiele starrte Frank der Jahre viele auf das Fernsehfunkgeflimmer, doch dann schrie er aus dem Zimmer, seufzte, ich will schlafen gehen, möchte nicht mehr Fernsehen sehen. Und vom Sitzen steif und schief ging der Frank zu Bett und schlief. Als der Fernsehapparat hops ins Kinderzimmer trat und befahl im barschen Ton, aufstehen, Frank, hier bin ich schon. Müde nach des Tages Last glotzte Frank auf seinen Gast, der verflixten Fernsehröhre, sprach, Verzeihung, wenn ich störe, aber einen Freund wie dich lass ich nimmer mehr im Stich. Und sie hat den Frank zur Nacht völlig aus dem Schlaf gebracht, hängste dich wie eine Klette fest und rücksichtslos ans Bette. Wenn der Frank auch noch so schrie, Fernsehen will ich nie mehr nie. Ganz vergeblich flennte Frank, war nun doppelt fernsehkrank. Niemand konnte ihn von bösen Fernsehapparat erlösen. Jeden kann es so ergehen, der nicht aufhört aufzusehen.